Finde Tom Kemer. Okay, wir sind jetzt eingeschleust. Du bist hier noch nicht fertig. Ich weiß, ich weiß. Wir haben uns jetzt erfolgreich in die Sekte eingeschleust und ich weiß nicht, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung. Es ist zwar alles irgendwie schon freundlich gestaltet, aber Shore is love. Shore ist Liebe. Wasche dich selbst, bevor du irgendeinen Dienst antrittst. Shore ist Hoffnung. Oh! Sir, this is a private church and you do not belong here. Please turn around and walk away. Aber okay. Ich will echt nicht auffallen. Ich meine, nachdem ich diesen Ring gesehen habe. Aber wir haben keine Wahl. Wir haben keine Wahl. Hier ist ein Code. Ist das eine Kamera? Shore ist mein Licht und mein Wegweiser. Shore ist gut. Shore ist mit dir. Shore ist fähig. Shore ist Freude. Lerne das Wort des Shore. Alter, es ist. Hier geht's einfach wieder raus, okay. Okay, es ist einfach so mit symmetrisch. Was haben wir hier? Teil 1, das Buch, Shore. Gebete. So, wir waschen. Wir müssen uns normal verhalten. Da hinten scheint ein Konferenzraum zu sein. Aber wie es aussieht, sind wir alleine. Sind sie gerade alle beim Beten? Ich weiß es nicht. Hier können wir uns säubern. Ich mach mal hinter uns zu. Beuge dich zu Shore. Möge er dich waschen. Möge er deine Sünden wegwaschen. Er ist der Lord. Er ist mein Wegweiser, meine Liebe, meine Zukunft, meine Vergangenheit. Hier mal ein paar Handtücher. Waschen können wir uns gar nicht. Ah, doch. Ach, komm. Ein bisschen unter den Achseln waschen. Die Karsachsen. Das ist jetzt sehr regionales Jargon, was ich hier benutze. Bisschen meine Käsefüße. Ich meine, wer erraten kann, aus welchem Bundesland ich komme? One Dice, Three Pond, Five Roof. Ah, okay, das ist, glaube ich, ist das dieser Code? Ein Würfel, drei Pond, keine Ahnung, fünf Dach. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Ne, Dice ist kein Würfel. Wie viel haben wir hier? Wir haben ja vier. Okay, da werden wir uns gleich. Ich sehe mich noch mal um. Was ist das? Was ist das? Wir scheinen hier wirklich. Schmerz wird uns helfen, näher zu Shore zu gelangen. Shore hat wegen uns gelitten. Linke Hand, rechte Hand. Linkes Ohr? Ah, das sind die Sprecher und die Vollzieher von Shore. Aber was ist das? Eine Lüftungsanlage? Und hier haben wir noch einen. Nein. Shore, Zukunft. Hoher König, hoher Priester. Hoher Priester wahrscheinlich. So, und wir haben keine andere Wahl. Oder geht's hier? Hier geht's noch wohin? Lerne das Wort. Aber wir sind. Ist es gut zuzumachen? Was ist das? Was ist das? Das hat sich gerade angehört. Wie irgendein Viech das. Wir sind alle schuldig und müssen um Vergebung bitten. Was ist das? Okay, es ist aber. Was hat das alles zu bedeuten? Kema, 2. June, Fischer, 2.6. Kema. Okay, sind es irgendwelche.
Schichten, die hier eingeteilt werden. Ah. Okay. Please, if someone reads this. Is the priest hiding something from us? I went back to the chapel after a service. He was gone. I didn't see him leaving the room. Is there a secret door somewhere? Patricia. Patricia, you have to be careful. This cult is not as peaceful as it may seem. I suggest... Ach, das da oben war Patricia. Ich hätte es eigentlich anders vorlesen müssen mit einer hohen Stimme, aber ich hab's verpennt. This cult is not as peaceful as it may seem. I suggest you leave it as quickly as possible, Kevin. Why did you invite me to this conversation? I don't want to have anything to do with your sinners and traitors. Tom. Tom, you're new here. And I understand it for the new people. This cult may seem like something positive. They want you to feel welcome and loved and special and whatnot. However, that's only a facade. You'll find out about that soon enough. You'll find the next message in the Hall of Trials, in the safe next to the unholy relic. Feel free to get in touch with us if you change your mind. Kevin. Okay, die Patricia. Warte, ist der Priester. Die Patricia hat die Theorie, dass ein Priester etwas verstecken will, weil er ohne, dass sie es erklären kann, verschwunden ist. Und sie fragt sich, ob es jetzt eine versteckte Tür gibt. Und der Kevin warnt sie, dass sie vorsichtig sein muss. Und er rät ihr dazu, sich so schnell wie möglich zu verziehen. Und dann kommt Tom und sagt, warum er jetzt da hineingezogen wird. Und er will nichts mit diesen Sündern und Verrätern zu tun haben. Und Kevin redet ihm gut zu und sagt ihm, dass alles nur eine Fassade ist. Sie geben dir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein und was Sekten nicht alles tun. Und er soll nicht darauf hineinfallen. They built your temple and it was beautiful. I am the Lord, he said. I am the High King. Worship me and you will be rewarded. Ah, noch ein weiterer Teil des Codes. Okay, ich mache jetzt mal ganz fix, schreibe ich mir das nieder. Sonst, verpenne ich das ja. So, erledigt. So, das Rätsel werden wir gleich lösen. Das habe ich schon übersetzt. So, sonst gibt es hier, glaube ich, nichts Interessantes. Und ich glaube, wir haben jetzt alles... Alter, ich glaube, wir haben jetzt alles Nötige, um das Rätsel zu lösen. Oh! Alter, lass doch den Scheiß. Lass doch den Scheiß. So, hiervon auch nochmal schnell. So, das haben wir als erstes gefunden. Deswegen werde ich auch versuchen, das als erstes... So, first dice. Dann haben wir hier als erstes den Würfel. Oder dice ist, was ist dice nochmal? Ich dachte, dice ist ein Würfel. Three pond. So, was ist, das ist wahrscheinlich... Oder ist das das Dach? Das ist vielleicht pond. Drei pond. Okay, so, fünf Dach. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das das Dach ist. Zwei ist wall. Und vier ist roof. Nee, das funktioniert nicht. Aber das erste Dice, was ist denn Dice? Das ist jetzt die Frage. Boah, da reichen meine Englischkenntnisse wieder nicht aus. Okay, first Dice. Dice, das muss ich jetzt, da muss ich ja direkt mal nachgucken. Das tut mir jetzt so leid. Dice, doch, Dice ist Würfel. Dice ist Würfel. Definitiv, definitiv. Also. Dice-Würfel. Zwei haben wir Wall. Also ich bin mir sicher, dass das die Wand ist. Drei ist Pond. Was ist Pond? Das ist jetzt die Frage. Five ist Roof. Dann haben wir bestimmt hier das hier. Wenn ich richtig damit liege, dass das das Dach ist, 4 ist auch Roof. So, was ist Pond? Da muss ich jetzt nochmal hier ganz kurz. Ich weiß, sehr unprofessionell, aber ich bin kein professioneller. Kein professioneller.
Let's Player. Pahnd. Pahnd ist das Dreieck. Also nicht wirklich, das soll ich jetzt einfach mal random auf Ding gefunden gerade. Ah. Ah, wir haben es geschafft, Leute. Hier ist also sozusagen der Platz, wo sie beten. Wie wirst du so dienen? Shore dienen. Shore, sei mein Hirte. Find and open the secret door. Okay. Ich meine, dafür, dass es eigentlich eine... Ich gehe davon aus, dass es eine kleine Religion ist, haben die ziemlich viel Budget, dass sie sich sowas leisten können. Get the hell out of here! Oh, tut mir leid. Es tut mir leid, dieser schöne schweizerische Akzent. So, was haben wir hier? Shore is my... Ah, okay. Ja, aber jetzt wäre ich fast nicht drauf gekommen. You who are sitting here have already taken the first step on the path to shore. This path won't be an easy one, and there are many tests to pass. For only those who truly dedicate their life to him. Only those who love him with all of their heart. Gut, er wird nur gepredigt, wie toll er ist. Kenne deinen Vater. Alter, dieser Stimmungswechsel. Shore. Magier, Schlechter, Wächter, Eroberer, Lord, Vater, Bruder, Weise und Löwe, also Wegweise. My dear friend, it turned out that some of our new members were working for a newspaper. As soon as we found out about this, they were expelled from the crowd. To avoid such trouble in the future, we will hide all the entrance doors to all facilities and only accept new members after they have been interviewed extensively. Dieter and Daniel have been briefed. Please keep your eyes peeled and report suspicious activity. High Priest TK. Ist das Tom? This new follower, Tom Kiemer, is showing a lot of promise. He's devoted to Shore and eager to learn more. Let's make sure he stays motivated. I have a feeling he might be a huge help when the day is finally here. Please make sure that he advances to level 2 as quickly as possible. Blessed be Shore, for he is the Lord. Also der Tom, der wurde interviewt. Ich werde es gleich erzählen. Someone is changing the codes on the safes that we have installed throughout the facilities. We found a bar of soap with one of those safe codes scratched into it. We need to find out who is doing this and stop him or her immediately. Gibt's noch was? Please inform our members that once they have kissed the next holy ring of Shore, okay. Blessed be Shore, and advanced to level 2, they can access the whole trial. Alter. Alter. You're a child of Skora and Shore will never forgive you. May his spiders find you and tear you limb from limb. Alter, mögen uns Schlangen auseinanderreißen. Oh, wo haben wir denn den Code jetzt her? Wo haben wir jetzt den Code her? Alter, diese Stimmung. Aber hier... Hier sind keine Nummern. Nee, hier sind keine Nummern. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir es heraushören? Okay, ich habe noch eine Idee. Ich habe mir die Nummern niedergeschrieben. Vielleicht einfach in der Reihenfolge. Alter. Sekunde, ich muss kurz nochmal schauen, wo ich es denn jetzt habe. Ich habe es abfotografiert, nicht niedergeschrieben. So, als erstes haben wir die Nummer 1, die 3, die 5, die 2 und die 4. Das hat blendend funktioniert. Okay. Warte, wie viele Nummern sind es? 1, 2, 3, 4. Es sind 4. 4 Stück. 4 Stück.
Da unten überall nur Shore, Level 1, Level 1, Level 1. Okay, 1, 2, 3, 4 wäre zu einfach gewesen. So, sonst gibt es eigentlich nichts, was uns hier weiterhilft. Hier auch nicht? Vielleicht noch mal eine Nachricht. Please change the door code to 1887. 1887. 187! Ja. Wir entern endlich unserem Verderben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr.